Verdrängung, Enteignung, Neuanfang. Familienunternehmen in Ostdeutschland von 1945 bis heute. So lautet der Titel der Ausstellung, die Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Marquas am 31. Mai im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages eröffnet hat. Der Mittelstand und damit die Familienunternehmen sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaft und unseres gesamten Wohlstands. Und schon deshalb finde ich es richtig und angemessen, dass der Deutsche Bundestag Sie mit dieser Ausstellung auch würdigt. Wir sehen hier eine Ausstellung, die sich mit der Geschichte von Familienunternehmen in Ostdeutschland seit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Es geht also darum, wie haben sich Familienunternehmen gehalten in der DDR-Zeit? Wie sind sie zerstört worden, 1972 dann final? Und wie sind Familienunternehmen nach der deutschen Einheit wieder entstanden? Wie wurden sie wiederbelebt? Mehr als 11.700 industriell produzierende Unternehmen wurden im Frühjahr 1972 von der SED-Führung enteignet. Erhalten blieben nur kleinere Handwerks- und Gastronomiebetriebe. Dort war Privateigentum erlaubt. Und aus diesen Handwerksbetrieben sind dann nach der deutschen Einheit zum Teil leistungsfähige Zulieferer, Industriebetriebe hervorgegangen. Wir zeigen in dieser Ausstellung etliche Beispiele für Unternehmen, die zurückgegeben wurden an ihre Gründerfamilien und die es geschafft haben, nochmal nach vorn zu kommen. Kati aus Halle ist so ein Beispiel, also ein Backwarenproduzent, der nach 1990 wieder durchgestartet ist. Rainer Thiele gehörte zu den ersten Unternehmern, die darauf bestanden haben, dass sie das Unternehmen ihres Vaters bzw. der Mutter zurückbekommen. In einem Alter, in dem andere an die Pensionierung denken, hat Thiele praktisch wieder bei Null angefangen. Mit Leidenschaft, Mut und Vertrauen hat er das Unternehmen seiner Mutter wieder aufgebaut. Ich wusste, dass all die Ostprodukte, die zu DDR-Zeiten den berühmten Namen Bückware hatten, dass die eine Renaissance erleben werden. Und das hat mir die Überzeugung gegeben und die Kraft gegeben, alles zu tun, damit wir Kadi-Produkte, die brauchten wir der Qualität gar nichts ändern. Die waren schon top, aber die in der Verpackung mussten verändert werden. Und das galt, wie gesagt, nicht nur für unsere Produkte, sondern für alle anderen. Ob Food- oder Non-Food-Bereich spielte keine Rolle. Und für mich stand fest, es wird eine Rückbesinnung geben. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Michael Grosse-Brömer, betonte bei der Eröffnung der Ausstellung die Besonderheit ostdeutscher Familienunternehmen. Man kann das nicht genug schätzen, wenn man heute diese Ausstellung hier glücklicherweise eröffnen kann und sie auch besuchen kann in der nächsten Zeit, dann sieht man, wie viel Respekt denjenigen gebührt, die es geschafft haben, der Tradition verbunden zu bleiben, Innovation, Risikobereitschaft, bereit waren zu übernehmen und dazu beigetragen haben, dass jetzt in dem damaligen abgetrennten Teil Deutschlands auch eine wirtschaftliche mittelständische Erfolgsgeschichte stattgefunden hat. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bin überzeugt, dass unternehmerisches Eigentum in Familienhand geschützt werden muss. Denn Eigentum ist Quelle und Voraussetzung für effiziente Produktion, für Innovation, für soziale Sicherheit, für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Familienunternehmen prägten vor dem Zweiten Weltkrieg die Wirtschaftsstrukturen in Ostdeutschland und heute tun sie es wieder. Wie viel erfolgreiche Industrie es in den ostdeutschen Ländern damals gab, ist in Vergessenheit geraten. Wir sprechen hier von Regionen, die hochindustrialisiert waren, mit einer ganz breit gefächerten Struktur, wo die Industrie- und Handelskammern in Sachsen gesagt haben, bei uns gibt es nichts, was wir nicht in die Welt hinein bringen. Wir produzieren alles Wesentliche, was in Europa und in Übersee gerne nachgefragt wird. 90% aller Strümpfe, die in Europa verkauft wurden, kamen aus Sachsen. 90%. Interessierte können die Ausstellung noch bis zum 24. Juni 2022 im Paul-Löbe-Haus besuchen. Alle Informationen zur Ausstellung finden Sie unter bundestag.de/ausstellungen.